Ja, hallo, ich heiße Nicole, ich bin hier die Ärztin auf dem Schiff. Gestern, als die Leute an Bord kamen, war es so, dass die alle sehr nass waren und auch sehr kalt waren. Und gerade in der Nacht ist es einfach schwierig, weil wir keine nicht ausreichend Decken und einfach Möglichkeiten haben, sie so unterzubringen, dass sie nicht frieren. Das heißt, die sind dann halt bei 10 Grad Außentemperatur und Wind einfach draußen. Und das ist schon relativ schwierig. Inzwischen haben die meisten sich einigermaßen erholt, aber gerade während der Nacht ist es halt einfach so, dass den Leuten sehr kalt ist und dass sie einfach auch wahnsinnig erschöpft sind und ja, es einfach schwierige Verhältnisse hier sind. Genau, wir wissen also nicht genau so, wie lange wir mit unseren Vorräten noch hinkommen und wie lange das alles so geht. Und deswegen wäre es halt schon wichtig, gerade jetzt, wenn das Wetter schlechter wird, dass wir einfach schnellstmöglich irgendwo einen Hafen finden, der uns aufnimmt und wo wir die Leute in Sicherheit bringen können.